Hallo liebe Leute, ich bin der Schwarzwald Gamer und ich möchte mit euch ein Let's Play machen, nämlich ein Let's Play von Gothic 3. Dazu werden wir jetzt erstmal ein neues Spiel starten. Zur Info, ich benutze das Community Pack oder den Patch und wir werden mit alternativen Balancing spielen und auch mit verbesserter KI. So, wir werden es mir mal ein bisschen laden lassen müssen. Lade. Es ladet und ladet. Und wir sehen schöne Bildchen. So, fang an. Ja, und da treffen sich auch schon die ersten zwei Blicke.
Ja, ich finde das Intro sehr schön gemacht. Wir haben ein bisschen mitbekommen, wie die Hauptstadt Vanguard von den Orks überrannt wurde und wie unser namenloser Held mit seinen Gefährten von Primis hier auf die Insel kam, aufs Festland nach Methana. So, dann werden wir uns so gleich mal ins Gefecht stürzen. Alter, fangen wir gleich mal mit den großen Tieren an. Was Backer. Das ist nicht unfair. Greifen sie zweit an. Die Pussys. Es wäre vielleicht mal Zeit, sich zu heilen. Inventar und ein bisschen Heilstränke schlucken. Bleib stehen, Bora! Autsch. Ich weiß aber gar nicht mehr. Im Normalfall wären wir jetzt übrigens tot. Allein über den Pit. So. Stechen, zack. Und ausholen und Treffer nicht mehr nehmen. Aha, der Treffer. Und dann war es gar nicht erst 10 zu lang, weil ich drehen. Die Ohren. Der glaubt nicht. Diego ist uns tatsächlich die Erfahrungspunkte, ich glaub's nicht. Was hast du jetzt davon? Die Orks. Au! Bleib stehen! So, jetzt können wir noch die Leichen plündern. Irgendwohin lassen die Orks normalerweise noch ihre Waffen fallen, zumindest die, wo entkommen sind. Ja, was willst du hören? War doch nie anders. Er kann mir nicht helfen. Ich mag die Orks nicht. Was ist eigentlich mit Lester? Er wollte doch Verstärkung holen. So wollte Lester das. Ha, da sind wir mal wieder in eine schöne Geschichte geraten. Was ist hier passiert, Diego? Ja, das haben wir ja selber gesehen.
Was ist hier passiert? Die Orks haben ganz offensichtlich den Krieg gegen König Roban gewonnen. Und jetzt fegen die Orks über das Land und versklaven die Menschen. Aber was mich gerade viel mehr interessiert, was ist mit Lester? Ja, Lester muss warten. Hast du Glück? Du hältst dich da raus. Als ob ich nicht schon genug. Hier mal ein bisschen Startkapital besorgen. So, alles mitnehmen, Heiltränke. Was hast du getan? Jetzt wird Xardas uns noch mehr. Du musst nach Redok. Nerv mich jetzt nicht, ich hab keine Zeit für dich. Hier liegen noch welche. Truhe mitnehmen. Wenn wir jetzt einmal eine schöne Dorftour machen, hier alles plündern, was nicht neben nagelfest ist. Zumindest am Anfang können wir das nämlich alles gebraucht. Kann man alles zu Geld machen. Hier steht nichts Neues. Wenn da nichts Neues ist, brauchen wir so nicht zu liefern. Hier gibt es zum Beispiel Rohstahl, da ist ziemlich viel wert, wenn man ihn verkauft. Das heißt ziemlich relativ. Klar. Sklaven können wir auch ausrauben, der liegt im Misthaufen. Boah, da kann der psychische Kräfte, schaut mal, der schwebt. Wir haben auch immer noch das klassische Schwert aus den Vorgängerteilen, nämlich den Ork-Schlechter. Der ist zwar hier nicht wirklich stark, hat aber einen Bonus gegen Orks. Und sieht schön aus, finde ich. Oben der Rubin im Griff. So. Karotten, hier gibt's Karotten, die sind gut für die Augen. Ja, und hier hinten seht ihr die große Kuppel, das ist die Hauptstadt, Ich glaube, man kann gar nicht ein, wie die heißt. Wie heißt sie denn? Vanguard, genau. Ja. Ihr macht mal schneller, Junge. Ja, dass ich Wege mache. Lustiger Zweihänder. Und hier haben wir eine besser befestigte Truhe. Die wir in Dietrich brauchen. Und hier gibt es Zaubersprüche, Fernheilung und Tiere zählen.